Melted Wipes. Ist ein neues Instrument aus Complete 14 der Firma Native Instruments aus der Play-Serie. Wappende Grooves und charaktervolle Melodien, Pads, Plugs und Keys, 150 Presets für Pop, Trap und R&B. Das verspricht uns die Firma Native Instruments auf ihrer Homepage. Mein Name ist Thomas Foster und in diesem Video hören wir uns die Sounds von Melted Wipes an und ich erkläre euch, wie ihr die Sounds editieren bzw. an euren Track anpassen könnt. Schön, dass ihr hier seid. Viel Spaß! Um die Melted Wipes zu laden, müssen wir erst einmal das Complete Control Plugin laden. Klicken wir hier auf diesen Pfeil hier und dann können wir hier zu M gehen und suchen da die Melted Wipes. Aber ich mache das jetzt hier mit der zweiten Möglichkeit, nämlich dem Contact. Denn da ist unten diese Tastatur, wo ihr auch seht, was ich spiele. Um die schneller zu finden, geben wir hier einfach oben ein M-E-L, da sind sie schon. Und dann machen wir einen Doppelklick und dann haben wir auch schon die Melted Wipes geladen. Das Wichtigste, was wir hier mal tun können, sind hier die Presets anhören oder laden. Da haben wir verschiedene Kategorien, Bass, Gitarre, Keys etc. Starten wir gleich mal mit Bass und hören uns den Angry Synth Bass an. Wir gleich weiter. Hate, oh Hate. Da unten haben wir immer so ein paar Makros, Filter, noch ein Filter, das Resonanz würde ich sagen, ja, Rotator, Lo-Fi, Reverb, Melt, ja. Aber diese sechs Makros hier, die variieren mit jedem Sound. Wenn ich jetzt mal auf den Spinning Bass, das nächste Preset gehe, sind die im Konkreten sehr ähnlich, aber der zum Beispiel Warmth, den hatten wir vorher nicht. Also die können jedem Sound angepasst werden. Nicht angepasst werden kann der hier ganz links und der ganz rechts. Der Volume-Regler, der ist immer fix, wie auch der Balance. Und was macht der? Wir haben zwei Sounds in Wirklichkeit. Also jeder dieser Presets, wenn man das ladet, kommt das mit einem A- und einem B-Sound. Und hier können wir die Balance regeln. Also wie viel hören wir von A? Jetzt hören wir nur A, nur den Bass 1 hier. Und jetzt hören wir nur Bass 2 hier. Diese Sounds können wir auch da andere laden. Wir können also hier einfach drauf drücken auf diese kleine Lupe oder auf den Bassnamen, um den Browser hier zu öffnen und sagen, jetzt wollen wir da Electric Piano haben. Kleiner Doppelklick. Was immer ein kleiner Doppelklick ist. Okay, wir machen einen Doppelklick und dann haben wir diesen Electric Piano Sound und können den jetzt mit dem Bass Sound mischen, was im Konkreten nicht ganz so sinnvoll ist. Gehen wir lieber nochmal ins nächste Preset, Twerk Bass. Und was haben wir noch bei den Bässen? Wakey Synth Bass. Okay. Was haben wir noch an Möglichkeiten neben diesen Makros, die wir auch selber definieren können, was die machen, aber dazu komme ich noch. Wir haben hier ein paar Unterseiten. Sound. Da können wir verschiedene Einstellungen zum Sound machen. FX, da können wir jede Menge Effekte, im Konkreten sind es glaube ich 6 Effekte plus 2 EQs. Einen Sequencer, da können wir also machen, dass diese Sounds so ein bisschen was selber spielen. So, schalten wir wieder aus hier. Und die Makros, da können wir einstellen, was diese Regler da unten machen. Und hier hinten haben wir noch die Settings, wo wir so ganz simple Dinge wie stark geht das Pitchband nach oben und nach unten. Wir können Mono Legato wählen. Wir können so Gliding Sounds machen, wo die Noten verbunden werden. Wir können eine Velocity Kurve einstellen. Ja, das ist alles hier in den Settings zu finden. Bevor wir da ein bisschen tiefer eintauchen, hören wir uns aber noch ein paar weitere Sounds an. Hier haben wir die zweite Kategorie, Gitarre. Erster Sound, Acid Drop. Ja,
auch schon eine sehr spezielle Gitarre. Ich glaube, es war keine akustische. Alarmbild. Ja, den mag ich ja sehr. Der hat was Spannendes. Alien-Gitarre. Ja, ob ich mit diesem Alien mal musizieren werde, bin ich mir nicht so sicher. Bell-Gitarre. Das können spannende Sounds sein, wenn man den Track hat, wo diese Sachen passen. Die schon alle hier sehr speziell sind, aber dann genau diese Sounds sein können, wo man sagt, wow, das ist mal ein cooler Sound. Ja, wir hören schon etwas, es geht hier nicht so wirklich drum, eine authentische Gitarre abzubilden. Dafür gibt es dann ganz andere Plugins, sondern sie haben irgendwas getan, Ähnliches an sich und sind deshalb in dieser Gitarrenkategorie drinnen. Bei Init, das ist so, wenn ihr selber einen Sound programmieren wollt, das ist so ein Sound, von dem ihr ausgehen könnt, wo alle Einstellungen mal resettet sind, die Makros noch nicht belegt sind, damit ihr eure eigene Geschichte einstellen könnt. Schauen wir uns an der Stelle vielleicht gleich mal die Soundpage an. Also ich klicke hier, seht ihr, wo meine Maus ist, klicke ich auf Sound und da haben wir unsere zwei Layers. Die haben ja gesehen, hier A und B. Und wenn ich da auf Sound jetzt drauf drücke, habe ich auch hier A und B. Dann kann ich jetzt verschiedene Einstellungen machen, zum Beispiel Transpose. Mache jetzt nur für A. Ihr merkt also, wie nur einer der beiden Sounds sich ändert. Oder ich könnte es hier für B machen. So. Wenn ich das für beide machen möchte, dann kann ich hier die verlinken. Jetzt sind alle Einstellungen, die ich an A oder B mache, mache ich jetzt für beide. So. Um wieder exakt in die Mitte zu kommen, einfach die Command- oder die Steuerungstaste gedrückt halten, einmal draufdrücken, bam, springt der in die Mitte. Was haben wir noch? Ich lasse den mal verlinkt, dann hören wir die Sachen deutlicher. Tune, ja, da können wir so feiner pitchen. Pan, Panorama, links, rechts, ganz klar. Die Lautstärke können wir nochmal getrennt regeln, A von B. Dann haben wir hier so ein paar Vintage-Effekte, die muss man hier erstmal einschalten. Reduce, Crush, Noise, Color. Schalten wir wieder aus. Hier haben wir einen, oder lassen wir es nochmal an. Hier haben wir einen Filter mit Resonanz oder auch Key Tracking, wenn wir das wollen, dass es sich bei tiefen Tönen anders als bei hohen verhält. Mach die beide hier wieder aus. Und dann haben wir hier ganz wichtig den Envelope, das ist also der Lautstärkenverlauf. Wenn ich da eine Attack-Zeit aufdrehe, blendet der so ein. Oder wenn ich die Attack-Zeit auf 0 stelle, zack, boom, ist er da. Oder Release, wie klingt er aus? Also langsamer Ausklang oder schneller, kurzer Ausklang. Und die Decay und Sustain, da kann ich also die Sustain-Lautstärke wählen und sagen, wie schneller mit Decay, wie schneller da hinkommt. So. Drehen wir alles ganz auf. Okay. Schön ist auch übrigens, dass wir bei der Attack so eine Kurve noch vergeben können. Das finde ich ist sehr schön gelöst. Und dann haben wir so verschiedene, ja, wir haben den Modulation Envelope, wo wir also genauso Attack, Decay, Sustain und Release auf verschiedene Regler legen können. Genauso wie wir das mit einem LFO machen können, von dem wir hier zwei haben. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wir sagen mal, wir wollen diesen LFO auf den Filter legen. Dann drehen wir das mal alles wieder auf, dann hören wir den Filter sehr gut. Ein bisschen Resonanz ist auch gut, dann hört man noch deutlicher. Und jetzt sage ich, ich klicke hier auf LFO 1. Und dann passiert etwas, wenn ich da drücke, erscheinen diese kleinen Feder neben diesen Reglern, ja? Und jetzt kann ich den hier aufdrehen, solange hier LFO 1 selektiert ist. Und jetzt merkt ihr, der LFO 1 steuert jetzt diese Bewegung des Filters auf und ab. Kann ich die Geschwindigkeit ändern.
kann da ein Fade-In machen. Muss man erst hier aktivieren. So. Und wir können das auch rhythmisch machen, wenn wir auf die Note drücken, können wir da Vierteln oder Sechzehntel einstellen. Und man kann auch hier die Wellenform ändern. Haben wir schon einen spannenden neuen Sound kreiert. Ja, gefällt mir gut. Ja, und genauso kann man das nicht nur den LFO mit jedem Regler hier vernetzen, sage ich mal, sondern auch den LFO 2, den Modulation Envelope, auch den Amp Envelope kann man nochmal zusätzlich zu anderen Parametern, nicht nur zur Lautstärke, vernetzen ist kein gutes Wort, gell? Velocity, Aftertouch und Modulation Wheel, all diese Dinge kann man hier einfach anwählen und den Fader aufdrehen, um zu sagen, wie stark das jeweilige aktivierte Ding diesen Regler beeinflussen soll. So. Manchmal verliert man ja auch die deutsche Sprache ein bisschen. Hören wir uns die Sounds an, die mich jetzt an dem Teil am meisten interessieren, die Keys. Der erste hier heißt 80s Baby. Solche Sounds mag ich sehr gern. Sehr schön. Dann haben wir Andromeda. Modulation Wheel macht meistens auch irgendwas Spannendes. Muss man einfach mal drehen und schauen, was das so macht. Dann haben wir hier Bad Trip. Und dann haben wir hier Blends. Klingt sehr ähnlich. Blue Haze. Dann haben wir Cartel Lead. Chasing the Bag. Da drücke ich nur eine Taste und er macht gleich was Lustiges. Also wahrscheinlich hier, ja genau, das hier dieser Sequencer, zu dem wir gleich noch kommen. Oder schauen wir uns den auch gleich an. Wenn ich den ausstelle, dann kann ich den Sound selber spielen. So, schaltet man wieder ein. Ich kann hier einstellen, auf welche Sounds der überhaupt reagiert. Vielleicht will ich ja nur, dass der auf A oder nur auf B. Oder eben A und B. Und jetzt können wir hier die Velocity steuern. Und hier oben können wir Pitch steuern. Dafür ist es aber spannend, dass man hier Tonskalen einstellen kann. Ich kann also auch hier auf E gehen und sagen, mach doch mal nur Töne von A minor. Ja. Klingt nicht ganz so schräg. So. Und da kommen ganz viele Tonskalen, die ganzen Kirchentonarten, Bluesy Scale und alles Mögliche. Kann man schön rumexperimentieren damit. Was mir extrem gut gefällt, ist, dass wir hier auch die Makros mit einem Step-Sequencer versehen können. Wir können also den Cut-Off mal so runterdrehen, dass man den nur sehr dezent hört. Und jetzt können wir hier den Cut-Off ein bisschen automatisieren. Hört man gar nicht so toll. Mal probieren wir was anderes. Hier 5 und 6. 5 ist der Reverb. Ah, müssen wir einen Schnitt. Ja, schauen wir uns gleich mal den Sequencer an. Den kann man hier ein- und ausschalten. Dann kann man hier die Velocity regeln. Oh, kann man auch rhythmisch lustige Dinge machen. Kann es auf 8 Schritte reduzieren. So,
Dann können wir hier Pitchband automatisieren. Ja, da wird es dann schnell schräg. Jetzt könnte man also sagen, na, wir wollen das nur auf Töne, die in A minor vorkommen. Ja, dann klingt es nicht ganz so schräg. Ja, schräg genug. Hier ganz wichtig, weil das ist der erste Regler, wenn es nicht funktioniert, den man gern übersieht, da können wir einstellen, ob das Non auf gar nichts macht, dann hören wir den Sequencer nicht, oder nur auf den Sound A. Nur auf den Sound B. Oder auf beiden. A and B. Und was ich hier auch ganz toll finde, neben so den typischen Dingen, die man kennt, dass man hier so Swing machen kann. Oder das Tempo ändern kann. Ja. Finde ich auch super, dass wir hier weitere Step-Sequencer für die Makros haben. Beispiel, den Cut-Off. Da dürfen wir nicht vergessen, den Amount hier aufzudrehen. Vielleicht tun wir jetzt hier die Velocity wieder. So, jetzt sind wir hier auf Makro 1, 2. 1 ist also Cut-Off. Und die Resonanz. Ja, so kann man sehr schnell lustige Dinge machen. Hier 5, 6 ist also 5 ist der Reverb. Können wir mal so. Ja, nie vergessen, den Mount aufzudrehen, sonst macht der Step-Sequencer gar nichts. Okay, machen wir hier wieder zu und schauen uns die nächste Kategorie an. Wir waren jetzt in Keys. Gehen wir mal weiter mit den Lead-Instrumenten. Ja, gerade bei solchen Sounds sind natürlich die Effekte sehr wichtig. Deshalb, wir hatten schon die Sounds-Page, gehen wir jetzt auf die zweite hier, die FX-Page. Und da sehen wir haben zwei EQs. Einen EQ für Sound A und einen für B. Machen wir mal ein bisschen was am Sound A. Schauen, dass er eingeschalten ist. Drehen hier bei Gain mal auf. Und dann können wir hier so ein bisschen Frequenz verstellen. Ja. Und da haben wir ganz viele Effekte, die können wir zunächst mal ein- und ausschalten. Ja, wenn es rot ist, ist ausgeschalten. Schalten wir mal Cat wieder ein. Wenn wir sagen, ich will aber kein Cat, dann kann ich mir ganz einen anderen Effekt hier wählen. Ich kann da drauf drücken und sagen, ich hätte gern lieber einen Phaser. Ja, so kann man also hier 6 eigene Effekte auswählen, einfach draufdrücken, hier die Einstellungen ändern oder einen anderen Effekt auswählen und darauf achten, dass er eingeschalten ist. So, was ist unsere nächste Kategorie? Wir hatten Bass, Gitarre, Keys, Lead, schauen wir mal Orchester an. Auch hier geht es, glaube ich, nicht darum, möglichst authentisch nach Orchester zu klingen. Dafür gibt es ganz andere Libraries bei Native Instruments. Man
Was haben wir noch? Wir haben die Organ Sounds. Und die Pad Sounds, ganz spannend. Und dann haben wir hier Plucked. Updreams. Blunted Pluck. Pluck. Und nächste Kategorie sind noch die Synths. Forever Delay. Ja. In dem Zusammenhang könnten wir uns noch die letzte Seite anschauen. Wir haben ja die Sounds besprochen, wir haben die FX-Seite, die Sequencer-Seite. Schauen wir uns noch die Makros an. Ja, da können wir genau sagen, welcher dieser Makros was machen soll. Jetzt ist gerade aktiviert Melt, der letzte Regler hier. Und da sehen wir, der tut 11 verschiedene Regler drehen. Schauen wir mal, wie das klingt. Glaubt man gar nicht, dass es dann so viele Regler sind. Schauen wir mal, der erste Regler, der macht genau zwei, nämlich Cut-Off A und Cut-Off B. Also den Filter vom ersten Sound A, Layer A. So. Und jetzt können wir das, wir drehen noch ein bisschen die Resonanz auf, dann hört man auch die Bewegung noch schöner. Jetzt können wir sagen, A wollen wir aber umdrehen. So, jetzt geht B von links nach rechts. Und A von rechts nach links. Jetzt wechseln sich die Filter ab. Oder ich kann hier auf das Kreuz gehen, um die zu removen. Das macht ja gar nichts mehr. Jetzt kann ich ihn auch umbenennen. Einfach reinklicken und mit Backspace da die Buchstaben entfernen. Schreiben wir Thomas Voss da rein. Ja, Thomas Voss heiße ich ab jetzt. Und dann können wir jetzt irgendwo hingehen, wo wir einen Parameter haben, den wir konfigurieren wollen. Zum Beispiel sagen wir mal, wir wollen nur den Tune A hier haben. Ja, die waren verlinkt, das nehme ich raus. So, und jetzt klicke ich hier auf diesen kleinen Punkt hier, sodass der blinkt. Und jetzt kann ich einen programmieren. Jetzt kann ich also sagen, den Tune vom Layer A, zack. Den habe ich jetzt assigned, Makro assign. So. Jetzt sage ich, das ist mir zu viel. Jetzt kann ich hier mit diesem kleinen Pfeilchen hier sagen, dass der gar nicht so tief unten anfangen soll. Ihr seht, wenn ich jetzt ganz nach links drehe, geht er hier nicht ganz nach links, sondern nur so ein bisschen nach links. Okay. Und jetzt könnte ich da noch einen weiteren Regler, jetzt könnte man sagen, den Filter vom A-Sound will ich auch noch. Es geht nicht nur die Tonhöhe auf, sondern auch der Filter. Und so kann man sehr leicht seine eigenen Makros machen. Und das Ergebnis sieht man dann natürlich hier auch. Wir sind jetzt hier auf Thomas Foster und da haben wir Layer A Tune gemacht und Layer A Cut-Off. So, und dann hören wir uns noch zum Abschluss ein paar Synth-Sound an. Musik.
Jetzt hatte ich drei Sounds, die alle den Sequencer verwendet haben. Jetzt dachte ich, jetzt zeige ich euch den und dann kommen nur noch Sounds, die ihn nicht haben. Jetzt haben wir einen. Ich habe eine Playlist gemacht mit allen Videos, die ich zu Complete 14 gemacht habe. Ja, mittlerweile ist da schon eine ganze Menge zu finden. Den Link zu dieser Playlist findet ihr natürlich in der Beschreibung dieses Videos. In dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass es noch gar keine Facebook-Gruppe für Complete gibt. Und ich finde solche Gruppen immer super, weil sobald man ansteht, kann man eine Frage in diese Gruppe reinschreiben und es findet sich sofort jemand, der eine Antwort drauf hat. Deshalb habe ich mal eine neue Gruppe gegründet, Native Instruments Complete 14, deutschsprachig. Würde mich freuen, wenn ihr auch Mitglied dieser Gruppe seid, die es seit 24 Stunden gibt. Mein Name ist Thomas Foster und das hier ist mein YouTube-Channel Thomas Foster Musikproduktion. Und wie der Name schon sagt, dreht sich hier alles um das Thema Musikproduktion. Ihr findet hier Tutorials zu den wichtigsten Musikprogrammen wie FL Studio, Ableton Live, Cubase, Logic und viele mehr, sowie zu den wichtigsten Plugins und Produktionstechniken. Passend dazu gibt es auch meinen gleichnamigen Audio-Podcast, also auch Thomas Foster Musikproduktion, welchen ihr auf Apple Music, Spotify und anderen Plattformen für Podcasts kostenfrei hören könnt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne hier in den Kommentaren stellen oder ihr kommt in meine Facebook-Gruppe Thomas Foster Musikproduktion German Group. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Like hier, das kostet nichts und mir hilft es, diesen Channel aufzubauen. Beziehungsweise abonniert meinen Channel, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn ihr auf der Suche nach spannenden Sounds seid, dann testet doch mal den Mutant Player. Die Basisversion ist gratis und ihr werdet die Sounds lieben. Den Link dafür findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Musik produzieren ist meiner Meinung nach eines der coolsten und kreativsten Dinge, die man tun kann. Und ich freue mich, wenn ich euch dabei unterstützen kann. Danke fürs Zuschauen und immer kreativ bleiben. Cheers!